Achmat, Rondrianer, Krieger der Loyen, habt ihr einen Zeugen für eure Aussagen? Nun, bei dem Gespräch, das ich mit Jarlan Greifen und von Schnattermoor geführt habe, war mein Sklave Hilal anwesend. Ich weiß nicht, wie das im Mittelreich ist. In den Schulamidenlanden haben Sklaven allerdings kein Recht auf einen Gerichtsspruch. Doch er kann bezeugen, was er gesagt hat. Ein Sklave. Er runzelt mit seiner Stirn. Er ist sicherlich etwas befangen, aber wenn er unter Eid aussagt, einen göttlichen Eid schwört, dann soll er euch als Zeuge zur Seite stehen dürfen. Schaut so ein Außerdem würde bisschen. ich noch einen anderen Zeugen ausrufen, der allerdings nicht mit diesem momentanen Fall, sondern mit dem generellen Fall des Kriegsverbrechers zu tun hat. Namentlich wäre dies Jaspar der Wandler. Jasper tritt hervor. Dialan, du merkst, das ist der Moment, in dem dein Herz versteinert. Jasper schaut einfach zu Achmat und nickt gönnerisch. Jasper, die Ratte. Jasper, der Wandler. Ich benenne im Gegenzug Ihr Hochgeboren Myria von Galahad-Mersing. Knappin unter mir, wie sicherlich allen bekannt ist. Ihre Wohlgeboren Romilly MacAaron. Edle aus dem hohen Norden. Seine Gnaden Ephadaios, Sohn des Priokles. Geweihter des Effort. Sekunde, ich muss kurz durchzählen, wen ich noch habe. Ja, Gold hast du nicht. Richtig, Jagold habe ich nicht. Richtig. Potro, Nachname unbekannt. Söldner, von unbekannter Herkunft. Ich rufe in den Zeugenstand Hilal, den Sklavenjungen des Achmat. Ich reiche ebenfalls ein diesen jenen Gegenstand, der mir überreicht wurde. Ich trete vor zu Jagold und gebe ihm meinen KGIA-Ring. Ich denke, das sollten alle wichtigen gewesen sein. Er ist so ein bisschen verwirrt, nimmt den Ring, schaut ihn sich an. Ich sage nur noch, die Bedeutung wird sich erklären. Es wurden erste, ich bin mir nicht sicher, Sachbeweise eingereicht. Ihro Gnaden, Achmat wollte ja ebenso Sachbeweise einbringen. Beweise. Ich verlasse mich darauf, dass Hilal alles, was wir dort unten besprochen haben, wortgemäß dem, was ich zu sagen habe, zustimmen kann. Oder falls ich irgendeine Unwahrheit sprechen sollte, diese verneinen sollte. Ob ich eurem Kapitän Glauben schenken kann, bin ich mir nicht sicher. Ich habe, glaube ich, noch etwas. Herr Daos, geht kurz zu Ihrem rüber. Die Briefe, die wir bekommen haben. Perfekt. Sie Wo sind haben wir sie geheim. denn? Sie sind geheim, aber ihr habt recht. Sie liegen in. Ja, sie liegen in einer verschlossenen Truhe im Kartenraum. Ich hatte Brindisian gebeten, Abschriften anzufertigen, aber ich weiß nicht, ob das bereits geschehen ist. Holt sie. Gut, habt ihr den Schlüssel? Da wir das nicht geklärt haben, nehme ich mal an, ja, von daher gebe ich ihm den. Ausgezeichneter Einwand. Ritter, Riedgötter, Richter, bitte wartet einen Moment, ich bin gleich wieder da. Und er hat aus, rennt unter Deck. Kartenraum ist über Deck, aber gut. Ach so, zwei da, Minuten, ja. 2 Minuten später, du rennst einmal die Treppe nach oben, wühlst kurz in den Schubladen und nach der dritten Schublade findest du auch die Briefe und rennst dann damit wieder nach unten. Wenn er wiederkommt, erhebe ich noch meine Stimme. Ich reiche ebenfalls als Sachgegenstand ein, diese jene Korrespondenz aus dem Kartenraum entnommen. Rechtliche Kniffe. Er schaut so ein bisschen zu Achmat und Jalan. Rechtskundeprobe, um
Ja, einige Rechtskniffe dann. Hätte ich das doch nur gesteigert. Punkte zu bringen. Ist aber geschafft mit 3 über. Ah, die Klugheit, -4. Natürlich sollte vom Gericht und von allen Anwesenden in Betracht gezogen werden, dass es meinem Stande gebührt, mich nicht von Leuten niederer Geburt, seien sie auch den 12 Göttern und ihrer halbgöttlichen Geschwister geweiht, so derart unflätig anschuldigen lassen zu müssen. Gut, du hast 3 Sternchen über, ja? Gut, dann THP-Stern. Halbe Beweispunkte sind 1,5, sind 2 Beweispunkte für Ja-Laden. Evalarius kriegt auch nochmal ein dankbares Klopfen auf die Schulter, wenn er dann zurückkommt. Ich sortiere im Übrigen mal unsere Zeugen auf die jeweilige Seite. Ich weiß ja nicht, ja, da ist der Brief von Ayla Schattenmund dabei. Aber. Dies wird wichtig sein, um zu zeigen, dass Ahmad auf ihren Befehl hier Unwillen stiftet. Jetzt das Plädoyer. Eine flammende Rede des Anklägers oder des Verteidigers. Das seid in beiden Fällen ihr beide. Das Plädoyer habt ihr quasi schon gehalten. Habt euch beide Lüge und Verrat bezichtigt, beziehungsweise, ja. Na, ich habe angeklagt. Kriegsverbrechen und Frieden. Ja, genau. Kriegsverbrechen. Also, ihr habt euch gegenseitig angeklagt. Ich möchte eine Überzeugenprobe haben von euch beiden. Gut, ich fange da, ich vom Stand bin, einfach mal an. Ich trete, also ich würfel jetzt erstmal einen Moment. Gucken wir mal, was rumkommt. Zum Glück kann ich überzeugen. Oh. Das hilft dir gar nicht. Ich habe keinen Schiff mehr. Ach, wisst ihr was? Ich bin weiter, was soll's. Dann möchte ich jetzt ein Plädoyer haben, was deine -8 Punkte widerspiegelt. Sollte doch wohl offensichtlich sein. Er kommt hier an Bord und fängt direkt an, mich zu untergraben. Ich glaube nicht, dass ich noch viel mehr dazu sagen muss. Perfekt. Ja, super. Genau das wollte ich haben. Aber ganz acht. Was willst du? Das ist gut. Ahmad, überzeugt. Rondra, steh mir bei. Hefler, oh zu richten. Virake? Jo. Du hast auch durch Entrückung noch einen Punkt mehr. Ne? Oh, Pisse. ja, wie viele Punkte kriegst du dann auf deine Überzeugungsprobe? 10. 10 Punkte mit der Entrückung? Mit der Entrückung sogar 11. Mit der, ja, alles klar, dann ist das jetzt eine Überzeugungsprobe mit 11 Sternchen mehr? Jo. Oh, das sieht bitter aus, nur 5 Punkte. Ach Junge. 5 plus 11. Nee. Die 11 sind schon dazu gerechnet. Die hast du schon eingerechnet, okay, also du kriegst jetzt einfach nur 5. 5, genau. Okay, 5 halbe sind 6 halbe 3. Du kriegst 3 Beweispunkte auf deine Seite. Jalan bekommt keine. Ja, dann brauche ich jetzt bitte ein Plädoyer für 3 Beweispunkte. Ja. Euer Kapitän, Jalan Greifenmund von Schnattermoor, plant ein Kriegsverbrechen. Er will die Männer und Frauen in Helmport verbrennen, bei lebendigem Leibe. Dies ist eine bekannte Strategie in Seeschlachten, doch werden diese von beiden Seiten eingesetzt. Die Planung des Kapitäns sieht vor, schlafende Männer und Frauen, Bauern und Wirte gleichermaßen wie Soldaten zu verbrennen. Die Männer, die ihr gedenkt zu verbrennen, mögen den Dämonendienern dienen. Das liegt allerdings nicht daran, dass sie dies wollen, sondern dass sie schwach im Herzen sind. Zu schwach, um aufzustehen und zu kämpfen gegen ihre Unterdrücker. Und diese Schwäche wird von den Dämonendienern ausgenutzt. Doch die Männer und Frauen, die dieser Mann gedenkt zu verbrennen, sind noch zu retten. Bestechung. Man merkt auch, dass. Lass ich nicht zu. Normalerweise kann man hier noch bestechen, um Beweispunkte zu bekommen, aber Jagold lässt sich. Vor allem ist es auch nicht möglich, wenn gerade alle Blicke auf euch gerichtet sind. Man sieht übrigens auch in Ahmads Augen eine Art göttlichen Zorn. Naja, okay, das ist vielleicht übertrieben, aber er sieht doch sehr zornig aus. Denke auch bitte daran, dass die Entrückung deine nächsten Mirakel-Plus-Talente und Mirakel-Minus-Talente beeinflusst. Alles klar, ja. Und mit Nicht-Mirakel-Talente auch. Jo. Na, da müsstest du nochmal in Wege der Götter nachgucken. Weil es kann sein, dass Überzeugen oder sowas jetzt automatisch nochmal erhöht ist. Mhm. Überzeugen ist ein Mirakel-Plus-Talent. Mhm, genau. Ja. Gut, so, dann treten jetzt die Zeugen an. Jeder Tat- oder Entlassungszeuge bringt SO halbe Beweispunkte. Hilal hat ein SO von 1. Hilal soll eigentlich nur bestätigen, was sie gerade gesagt hat. Ja, wird er auch tun. Ich muss gerade gucken.
Für plus 2 für eine durch Eid bekräftigte Aussage. Wenn du möchtest, würde er auch unter Eid aussagen für dich. Ja, dann Ich soll meine, er was machen. sagt er denn aus? Weil das ist durchaus wichtig hier. Er kann das Gespräch, so wie es stattgefunden hat, wiedergeben. Okay, das reicht mir. Also, du möchtest gerne unter falscher xiranscher Flagge Menschen verbrennen. Na, 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 da möchte ich dann mal reinsprechen, wenn er das so sagt. Das Ist ist auch kein, richtig. das ist keine Lüge. Das habe ich nicht gesagt, ich möchte trotzdem mal ansprechen. Ja, Moment, aber das ist sein Zeuge. So, Okay. SO halbe Beweispunkte sind, ich sagte SO 1. Also 1. 1 und dann nochmal eine Aussage unter Eid. Gibt also 3 Beweispunkte für deine Seite. Hast du einen weiteren Zeugen, Ahmad? Jasper, den Wandler. Jasper, der Wandler. Der SO ist 10. Schlechter Ruf in Festum ist egal. 10 halbe sind 5. Er sagt für dich nicht unter Eid aus. Das ist interessant. Das ist keine Standardprozedur. Also, ach, Hilal vertraut dir sein Leben an, aber ja, er sagt einfach die Wahrheit und Ach ja, so. was möchtest du ihn fragen? Aber unter Eid, das macht er nicht, nee. Okay, Sonst ja. ist es Eidbrecher. Das wäre natürlich blöd. Ja, erzähl mal, was möchtest du Ja, Jasper ich den würde ihn Wandler dann fragen? halt quasi genau die Sachen, die ich ihm damals gefragt habe, so wie geht der Kapitän mit dir um und sind die Leute hier gut mit dir umgegangen und was hältst du von dem Kapitän und also dieses übliche Prozedere. Würdest du den Mann für so eine Tat fähig halten? Hat sich dieser Mann, während du ihn in der letzten Zeit beobachtet hast, vielleicht sogar verändert? Dass er Ja. brutaler geworden ist. Brutaler nicht, er war schon immer so, sagt er. Ah, okay. Er war wohl schon immer so. Von vornherein mit dem Kopf durch die Wand, so hat er ihn kennengelernt und ja, bestätigt dann auch nochmal die Aussage, wie dann kennengelernt worden ist, wenn ihr dann da irgendwie gemeinsam auf dem Oberdeck herumstolziert um diesen Opferaltar herum und er selber dann mit den Armen verschränkt oder je nachdem, ob man den irgendeinen Stuhl angeboten hat. Ich weiß nicht gerade, wie ihr das machen wollt, aber ja, er würde dann diese Geschichte noch einmal zeichnen und das ist ein unglaublich negatives Bild, was er von Jalan abgibt. Also, wie gesagt, der Wind hat sich gedreht und Jasper der Wandler steht hinter Ahmad. Erzählt er Lügen oder schmückt er nur aus? Erzählt nicht Lügen, er erzählt seine Version und wenn du das jetzt so die subjektiven Eindrücke hörst, dann stellst du selber fest, oh Gott, du warst ein richtiger Penner irgendwie. Das Wort Arsch Mag ist, kommt durchaus zu gut. zwar sein, dass er gefangen auf dieser Arche war und vielleicht hat er auch Dinge getan, die man sonst nicht tun würde, aber das steht gar nicht zur Diskussion in diesem Punkt. Du hast ihm das Wort gegeben, das Wort wurde auch gehalten, aber da hätte mehr drin sein können, vor allem wenn man dann auch noch das Leben rettet und so weiter und so fort. Also er zeichnet hier ein negatives Bild und das macht keinen guten Eindruck bei der Mannschaft über dich. Das ist auf alle Fälle ein ganz, ganz angeknackstes Ego und du darfst mal Rachsucht würfeln. Oh, stimmt, das hätte ich vorhin schon tun sollen, siehst du? Rachsucht. Er Ja, fällt aber dir gut. richtig in den Rücken. Perfekt. Merken wir So uns für muss deine Liste. das. Ihr kriegt alle euer Fett weg. Okay. Komm ran, Irgendwann. Junge. Irgendwann kommt Blackeratz und nimmt mich mit. Ja, dann ist Jasper durch und du bekommst 5 Beweispunkte auf deine Seite. Hast du Sachbeweise? Sachbeweise? Naja, das Brandöl an Bord. Ich weiß nicht, ob das ein Sachbeweis ist. Das ist kein. Ja, weiß ich nicht. Es ist vor allem ein bisschen Ist. spät, um noch Also ein Beweise einzuholen, Sachbeweis ist ja oder? eigentlich, dass er das ausgesagt hat. Also hier steht, je nach Stichhaltigkeit 1 bis zu 8 Punkten, von reines Indiz bis ein erdrückender Beweis. Das Finden und Sicherstellen der Beweise, ja okay, also Brandöl wirst du finden. Es weiß auch jeder, dass Brandöl Ja, an Bord ist. also dieses Indiz ist ja auch, das schreitet Jalan ja nicht mal ab, dass er da die Leute im Schlaf umbringen will. Unter Ja, zerranischer Flagge. noch habe ich dazu nichts gesagt, aber nein, ich schreite das nicht ab. Ja, dann gebe ich dir 2 Punkte für das Brandöl und auch für für die Säure. Die ist nämlich auch an Bord. Die Säure haben wir von Bord geschmissen, das habe ich dir dreimal gesagt. Hast du dreimal gesagt? Hat Habe ich Aphrodite es? im Laufe von 2 Wochen habe ich dir dreimal gesagt, wir schmeißen die Säure von Na Bord. gut, dann kriegst du trotzdem 2 Punkte für das Brandöl. Na gut, na gut. Wenn du nachschauen möchtest, es stehen nirgendwo Sordels Äpfel irgendwo rum. Okay. Gelöscht. Gut. Ja, das Zuerst. war's? Fragezeichen? Noch irgendwas anderes, was du machen möchtest? Nö. Ich habe meine Beweise dargestellt.
Dann sind das 3 und 3 sind 6 und 5 sind 11 und 2 sind 13 Beweispunkte. Falls irgendjemand da von dem Publikum noch aussagen will, was der Kapitän, ob der sich irgendwie in letzter Zeit geändert hat, kann er natürlich auch gerne aussagen. Ne, wird keiner machen. Na dann. Das sind Die keine wissen, Idioten. woher Also kommen. gegen den Kapitän aussagen, das macht keiner. Jasper ist halt auf deiner Seite, warum auch immer, aber. Und Hilal natürlich auch, aber ansonsten. Weil er als einziger von diesen Leuten, die schwach sind, den Mut im Herzen hatte, aufzustehen gegen die Unterdrückung des Kapitäns. Die Mannschaft weiß, woher Prajas gefährlich rechtschaffenes Brot gebuttert wird. So, Jalan, möchtest du falsch aussagen? Möchtest du einen Zorn zum Lügen? Hast du meine Prinzipientreue mal gesehen? Okay, möchtest Scheiße, du nein. Sachbeweise einreichen? Ich habe Sachbeweise eingereicht. Sachbeweise. Du hast drei Kurze Briefe, Klarstellung. zwei Briefe? Kurze Klarstellung. Ich reiche die ganze Truhe ein. Wichtig werden drei Stück sein. Ich nehme an, der mit dem Ahmed sich vorgestellt hat, ist dabei. Der Ansonsten habe ich ihn Brief holen von lassen. Ahmad? Bestimmt, ja. Und wenn er nicht in der Kiste lag, habe ich ihn holen lassen. Der wurde mir dann gereicht. Okay. Gut, fangen wir an. Am besten mit dem, ja, mit dem Sklavenburschen, in dem bei dem, was er ist. Nein, ich Bursche. möchte jetzt erst Sachbeweise haben, Achso. keine Zeugen. Okay. Das möchte ich aber eigentlich in meine Rede einbringen. Gut. Gut, bevor wir zu den Charakteraussagen kommen, eher die handfesteren Dinge. Zuerst möchte ich einreichen diesen jenen Ring. Ritter Jagold, ihr mögt ihn hochhalten, wenn das Publikum, wenn ihr ihn dem Publikum vorführen möchtet. Ich möchte aber darum bitten, dies nicht zu tun. Er schaut den Ring an, hält ihn in seiner Handfläche, begutachtet ihn. Dem Gericht genügt es, wenn ich ihn sehe. Dieser Ring, übergeben vom Reichsgroßgeheimrat selbst, kennzeichnet seinen Träger als freischaffenden Mitarbeiter der kaiserlich-heretischen Informationsagentur und signalisiert, dass sein Träger ein gewisses Maß an Freiraum genießt, die er seinen göttergefälligen Dienst am Reich, innerhalb des Reiches und seiner Rechtsbereiche durchführt. Er Wenn er schaut den Ring kniet an. oder mal genickt, der Ring kann weggelegt werden. Verzeiht mir, mein Herr, kann das jemand bezeugen? Selbstverständlich. Die Zeugen werden Ich. dies. Die Zeugen werden dies dann bei ihrer Aussage tätigen können. Außer ihr wollt sie jetzt hören. Er schaut dann einmal zu Ephadaios. Bezeugt ihr ohne Eid, dass dieser Ring ist dies ein Ring Ei. der KGIA? Es handelt sich um einen Stein des Fex. Ich kann auch überzeugen, dass dieser Ring Jala, ich war dabei. Ich würde diese Aussage auch unter Eid tätigen. Ja, also gut, dann er hält den Ring einmal hoch. Dieser Ring stammt von der KGA. Offensichtlich ist unser Kapitän Mitglied einer Geheimorganisation. Als nächstes Schriftstück reiche ich ein diesen jenen Brief. Verfasst vom Reichsgroßgeheimrat selbst, der uns dafür gratuliert, wie wir diese Arche in Besitz genommen haben und mit ihr gedenken, die Paktierer zu bekämpfen. Ebenso reiche ich ein diesen jenen Brief vom Großadmiral aus Perikum höchst selbst, Er OT schaut sich den Brief von Dexter Nemrod an, unterschrieben nur mit D.N. Er schaut wieder zu Ephadaios. Könnt ihr bezeugen, dass dieser Brief von Dexter Nemrod ist, oder wurde er... Könnt ihr das bezeugen? Ich kann bezeugen, dass dieser Bericht nicht von Yalan angefertigt wurde. Ich kann nicht garantieren, dass er vom Großgeheimrat geschrieben wurde, aber wir vertrauen dem Informanten, der ihn uns zugestellt hat. Er legt den Brief weg. Als nächstes möchte ich einreichen dieses jene Schriftstück. Ein Brief erhalten vom Reichsgroßadmiral höchst selbst. OT nochmal, sorry, ich habe den Namen immer noch nicht. Der uns ebenfalls dafür Rudon gratuliert. von Mendena. Von Mendena. Der uns ebenfalls dafür gratuliert, diese Arche, diese jene hier in Besitz genommen zu haben. Und uns gar befiehlt, sie und alles, was wir damit erreichen können, gegen die Heptarche hineinzusetzen. Ahmad würde übrigens währenddessen mal diese Briefe durchlesen. Nö, nö. Nö? Nö. Ja, Gott kann die lesen. Okay. Ja gut, liest sie und ja, er liest sie.
Den von Rudolf von Mondena, den akzeptiert er. Da steht Ebenso, er, da richtig. steht sein Siegel drunter, steht der Name voll ausgeschrieben, das ist okay. Ebenso, den hier halte ich jetzt hoch. Ahmad. Euer Gnaden, Ahmad. Erkennt dieses Schriftstück? Es ist der Brief, den du mir Natürlich. vorgestellt hast. Richtig. Bezeugt also, dass es euch von der angeblichen Unterzeichnerin überreicht wurde oder durch einen ihrer Boten und ihr mit ihm bei mir vorstellig wurdet. Dies ist der Brief von Eila von Schattengrund, richtig. Sehr wohl. In dem drinne steht, dass ich das Seelenheil der Leute überprüfen soll an diesem Bord und Ich weiß ja. keiner dem Urteil der Götter zu überantwortet wird. Aber natürlich, ja, der Brief von Eila von Schattengrund. Das sind Ausreden. Gut, dieser jener Brief, wie gesagt, möchte ich einreichen, in dem Eila von Schattengrund mir befiehlt, Ahmad als ihren, nun, das steht hier natürlich nicht, aber doch als ihren Informanten und ihren verlängerten Arm auf diesem Schiff anzunehmen. Es ist also deutlich abzulesen, dass er unter ihrem Kommando und ihrem Einfluss hier ist. Und ihren Interessen dient. Nicht denen des Reiches, nicht denen des Captains. Garantiert nicht euren, sondern nur ihren. Ebenso, weil wir gerade vom Schwert der Schwerter reden, ebenso dieser weitere Brief, wo das Schwert der Schwerter uns, wie ihr durch unsere Anwesenheit hier sehen könnt, erfolglos auffordert, diese Arche umgehend zu vernichten. Sie haben dies nicht getan, und einige Wochen später erscheint einer ihrer Geweihten, den sie wohl, diesem Brief hier nach zu urteilen, relativ höchst selbst zu uns gesandt hat. Frage ist, warum? Zu welchen Mitteln würde er gehen, um ihren Willen durchzusetzen? Um sicherzustellen, dass die Arche nicht in die Hände der Feinde fällt, was vielleicht schon geschehen ist. Ihr habt gerade nicht das Wort, Euer Gnaden. Bitte haltet euch zurück. So reiche ich also diese Schriftstücke ein. Herr Wohlgeboren, Herr Richter, Riedkötter. Falls noch Zweifel an der Echtheit dieser Schriftstücke besteht, kann ich euch einen weiteren Personenbeweis liefern. Dieser muss allerdings unter Wahrung der Wünsche des Reichsgroßgeheimrates nur euch vorgeführt werden. Er Okay, hält das ist. gerade zwei von den Briefen in der Hand. Den dritten hat er sich noch nie angeguckt. Verzeiht mein Herr, seid ihr sicher, dass ihr diese Beweise einbringen wollt? Er schaut dich Ja. verwirrt an. Ja, wir wollen schließlich die paarsgefällige Wahrheit ans Licht bringen. Also gut, dann. Er schaut zu Ahmad. Legt sie dann auf den Stapel. Der gehört offensichtlich Ahmad. Soll er. Soll er. Kommen wir also zu Zeugen. Oder hat Ahmad noch was? Ja, Ahmad wartet jetzt darauf, bis er mir wieder Ahmad das ist Wort hat. durch. Ahmad ist durch. Der hat alles vorgelegt, was vorgelegt werden kann. Die Sache zu den Zeugen ist, man kann eigentlich ein Kreuzverhör machen. Ja, durfte ich auch nicht bei deinen. Deswegen wird jetzt der Bursche nochmal separat gerufen. Du da, So, warte Sklavenjunge! kurz. Sachbeweise sind durch. Rechtliche Kniffe hatten wir schon. Plädoyer hatten wir schon. Bestechung, dass ich nicht zu. Anzeige und Anklage, das haben wir jetzt gerade auch gemacht. Zeugen. Du da, Sklavenbursche, nennen wir das Kind beim Namen. Trete vor. Ich bin Hilal. Hilal. So, du bestätigst also die Aussage des Seiners Gnaden, dass ich vorhabe, Leute im Schlaf zu ermorden. Ist das richtig? Nein, mein Herr, das sagte Ahmad, aber ihr sagtet, ihr möchtet Brandöl auf sie werfen lassen. Sehr wohl, ich lasse mich dir dort bestätigen. Brandöl auf sie werfen lassen. Was du nicht gesagt hast, weil seine Gnaden es natürlich nicht gesagt hat, war, dass diese Leute, die ich zu verbrennen gedenke, keine Leute sind. Sie haben keine Rechte, sie sind nicht wie wir. Es handelt sich um die Kamortgarde. Ihr habt sie gesehen, Pautro hat sie gesehen. Euer wohlgeboren Riedkötter, ich weiß nicht, ob ihr sie kennengelernt habt, aber ihr habt sicherlich die Geschichten gehört. Es handelt sich hier nicht um arme Bauernfrauen, die in ihren Häusern hocken, die irgendwann von den Heptarchien fortgespült wurden und jetzt unter ihrem Loch leben müssen. Joch. Es sind Söldner, es ist Abschaum, es sind Gefangene, die man befreit hat. Die aus freien Stücken und unter dem Segen des Xarfai den Heptarchien dienen. Ich habe mehr als einen von ihnen umgebracht und nicht jeden davon ehrenhaft. Und ich würde jeden Alle Einzelnen wieder umbringen. schauen dich jetzt ziemlich entgeistert an, als du Xafei sagst. Hilal, ist es richtig, dass ich meinen Plan geäußert habe, Verzeiht mein Baraka Herr, dass ich unterbreche. Wurde das denn durch unabhängige Zeugen bestätigt?
Helmport selber sagt mir nichts. Muss ein relativ neuer Hafen sein. Ich weiß nicht, wer dort tätig ist, ob es Kamord gerade ist. Kann das jemand bezeugen? Ich war da. Seine Gnaden, Evadaios, war da. Der Söldner Potro war da. Verzeiht, wenn ich euch da widersprechen muss, Kapitän. In dem Dorf sind nicht nur Kamot-Gardisten. Das ist richtig. Ich sprach nie davon, das ganze Dorf abzubrennen. Ich sprach davon, die Baracken der Kamot-Garde abzubrennen. Ah, dann sagte ich das? Bei Praios, sprich die Wahrheit. Das weiß ich nicht mehr, Herr. Nein, sagtet ihr nicht. Bezichtigt ihr mich der Lüge? Da ihr es gerade tut, ja. Ihr Kleiner. Verzeiht mir, Yalan, könnt ihr denn die Baracken der Kamut-Gardisten identifizieren? Dies kann ich nicht, weswegen der Plan ebenfalls vorsah, dass die Kundschafter dies vorher tun. Blick zu Romilly. Blick zu Hilal. Das sollte meine Aufgabe sein. Also gut, das Gericht wird sich vertagen, und zwar um... schaut zu Romilly, wie lange braucht ihr, um das auszukundschaften? Romilly überlegt kurz. Gib mir 4 Stunden. Das Gericht wird sich vertagen um 5 Stunden. In der Zeit dürfen keine Zeugen beeinflusst werden. So war Praios hier über diesem Gericht schwebe und es... Nun ja, wir wissen alle, keine Zeugenbeeinflussung, keine Bestechung. Wir vertagen uns. Euer Wohlgeboren? Ich habe eine Frage, Herr Richter. Ja, er räuspert sich einmal, streicht sich mit seiner Hand über die Stirn. Du siehst auch, wie er schwitzt. Er ist einfach komplett fertig. Ja, euer Gnaden. Nun, es macht keinen Sinn, ob wir die Kamat-Gardisten-Garnison nun finden. Das, was mir der Herr Yalan sagte, war, dass alle Häuser niedergebrannt werden. Das habe ich nicht gesagt, ihr dreckiger Lügner. Ich habe dir das gesagt. Das habe ich nicht. Nun, hättet ihr es nur auf die Kamat-Gardisten abgesehen, dann wäre dieses Kriegsverbrechen doch eins im Rahmen. Dass ich euch ja wohl gleich von meinen persönlichen Händen erwürge. So, Ruhe jetzt. 5 Stunden. Beruhigt eure Gemüter. Ihr solltet euch nicht begegnen. Ich würde es zu schätzen wissen, wenn sowohl seine Gnaden als auch ich in unsere jeweiligen Quartiere gebracht würden und dort bleiben müssen. Bis zur Wiederaufnahme der Verhandlungen halte ich einen Mindestabstand von 10 Metern für angebracht. Ihr dürft nicht miteinander reden. Also gut, euer Wohlgeboren Romilly, McAaron, bitte kundschaftet doch einmal, gerne auch mit eurer Schwester Aldare. Ich werde mich umgehend auf den Weg machen. Ja, und damit eilt Romilly in ihr Quartier, ihre Lederausrüstung und auch normale Rüstung über. Zu Verteidigungszwecken wird sie ja durchaus jeweils eine Portion Wadenbeutel, Stinktöpfchen und Tränenkraut mitnehmen und an ihrem Gürtel befestigen. Aldare, Schwester. Ja? Hast du gewillt, mich auf eine Erkundungsreise zu begleiten? Selbstverständlich, ich komme mit. Aber ich reiche dir dann auch von diesen Verteidigungsmittelchen jeweils ein Exemplar. Nur für Notfälle. Ja, und so geht es los. Wir wechseln auf die Maraskan-Karte. Okay. Helmenport. Normalerweise ein Hafen der Qualität 3. Zum aktuellen Zeitpunkt, das liegt einfach daran, dass wir 1025 spielen und dieser Hafen erst seit einem Jahr steht, ist es noch ein Qualität 2 Hafen. Was bedeutet das? Palisaden um Hafen und Siedlung. 2 kleine Geschütztürme. Was bedeutet das? Ich bekomme bitte einen W6, denn es gibt einmal W3 minus 2 Böcke. Ja, ausgezeichnet. W3 minus 2 Böcke ist ein Bock. Und ich bekomme W3 andere Geschütze.
Ausgezeichnet. Bin ich nicht. Und drei andere Geschütze. Also zwei kleine Geschütztürme flankieren die Einfahrt zum Hafenbecken, das sich W6-5 große Kriegsschiffe teilen. W6-5. Noch eine 6. Hoffentlich nicht. Der Würfel ist kaputt. Alter, okay. Ihr habt echt das Kriegsschiff ausgewürfelt. Okay, dann siehst du jetzt eine Galeasse. Was Großes, genau. Ja. Muss gerade gucken. W6-5 große Kriegsschiffe. W6-4 kleinere Kriegsschiffe. Also keine kleineren Kriegsschiffe. Und ein W3-1 Unterstützungsfahrzeuge. Also keins. Dann habt ihr nur ein großes Kriegsschiff und ich lösche die anderen raus. Einen Moment. Der raus, der raus, der raus. Galeasse. Dann brauche ich bitte einen Namen für diese Galeasse. Feuertod. Die Feuertod. Todesbringer. Wie passt so. Dachte ich mir auch. So, dann ist die Galeasse Feuertod im Hafen von Helmenport und dementsprechend ihre Söldner. Wir sind aber noch nicht fertig. 50 Söldner und 30 weitere Bewaffnete hoffen auf Ablösung. Wow, wie putzig. Wir fassen also zusammen. Palisaden um Hafen und Siedlung. Zwei kleinere Geschütztürme, ein Bock und drei andere Geschütze flankieren die Einfahrt zum Hafenbecken mit einem großen Kriegsschiff. An Bord der Galeasse ist selbstverständlich auch noch Bewaffnung und dadurch, dass es ein großes Kriegsschiff ist, sag ich nochmal, ich überlege gerade, macht mal ein W20 plus 40. Ich mach. 41. Ist das dein Ernst? Ist das mein Ernst? Gut, dann habt ihr 41 bewaffnet. Ich habe die Karte von Helmenport freigegeben. Du kannst erkennen, es gibt zwei Felder, die hier direkt an den Waldrand herangebaut worden sind. Eine große Straße, die in Richtung Osten führt. Du kennst die Karten hast du vorher studiert. Also dort wird Al-Rordan liegen. Das ist also die Verbindungsstraße. Es gibt einen kleinen Marktplatz, ist es nicht, ein kleines Dorfzentrum mit einem etwas größeren Haus. Kannst auch einen Verschlag erkennen, mehrere Verschläge. In diesem großen Haus werden sich wohl eine ganze Menge Leute versammeln. Da kannst du zwei Rauchfahnen aufsteigen sehen. Hier gibt es einen eingesperrten Bären von einem sehr großes Exemplar. Und hier im östlichen Bereich kannst du Jaguare erkennen, die hier eingekerkert sind. Okay. Ansonsten, du kannst die Leute auf den Türmen hier sehen. Das sind offensichtlich Kamortgardisten. Und an den Feldern steht die Rote Legion und bewacht die einzelnen Zivilisten, die dann hier arbeiten. Kannst gerne mal eine Kriegskunstprobe ablegen. Vielleicht erkennst du nämlich die Häuser und kannst du was mal. Ja. Das sieht gut aus. Hier oben sind die Zivilistenbaracken. Die sind hier eingesperrt, zusammen noch mit ein paar Söldnern. Und das ist offensichtlich Kamut-Garde-Gebiet. Gut, dann wird Romilly einmal rechts rum im Kreis drumrum fliegen auch. Möglichst so, um nicht erkannt zu werden. Also hoch genug. Auch ein bisschen vom Umland mitzubekommen, wie hier Bewachung läuft. Sich dann gut einprägen, wer was, wo, was sie erkennen kann. Und dann möglichst zügig mit ihrer Begleitung wieder zurückkehren, wenn sie die nötigen Informationen zusammengetragen hat. Ja, schauen wir gerade mal auf der Spieleransicht, was ihr so seht und was ich so sehe. Wir sehen ein bisschen Kamotgarde, ein paar Leute und drei leichte mittlere Rassen. Ja, alles klar. Gut, das sollte so.
Okay, das ist so das, was du auf den ersten Blick erkennen kannst. Sieht man eigentlich, dass Romilly da wegfliegt? Ich glaube, die restlichen Leute auf dem Schiff wissen alle, dass sie eine Hexe ist, ne? Ja, dann würde Ahmad noch einen weiteren Beweis haben, Also, dass. willst du das noch verstecken, Romilly? Ich glaube, das macht gerade keinen Sinn, dass du es versteckst, aber du kannst es natürlich gerne versuchen. Frage ist, weiß Ahmad das? Denn Ahmad ist noch Ja, er bekommt das mal. sicher durchs Getuschel mit. Romilly fliegt definitiv von ihrem Quartier aus, vom Balkon weg, aber extra verstecken, nein. Ja, dann Sinnschärfe gegen Verstecken. Sie versteckt sich ja nicht, hat sie gesagt. Ja, dann. Du wirst es Ach, sehen. warte, nee, ich weiß ja, dass sie eine Hexe ist, oder? Du wirst es sehen. Das hat mir hier Dingensens gesagt, Jasper. Jasper hat's dir gesagt, was ich bin. Jo. Jasper der Wanderer, aka Jasper der Lügner. Du wirst es Jo. sehen. Ja, also Ahmad würde dann auf jeden Fall noch zum Richter sagen, dass man einer Hexe höchstwahrscheinlich nicht trauen kann. Ja, Ich meine, das ist eine Hexe. gut, was er von einer Hexe hält, das steht auch nochmal auf dem anderen Blatt. Jo. Bin ich dabei, wenn er das sagt? Oder sagt er es im Verfahren oder Nö, nachher? ich würde das einfach so sagen. Okay, dann bin ich wohl nicht dabei. Also wenn du das hören willst, dann kannst du das gerne hören. Mir ist das egal. Und dann sage ich natürlich, hake ich natürlich direkt ein. Die Dame sei immer noch von Stand. Es ist egal, ob sie eine Hexe sei oder nicht. Gerade der Ritter sollte das ja verstehen. Wird gesagt. Und man könne sie nicht aburteilen, nur weil sie von Marders Frevel berührt sei, wird gesagt. Wir können ja auch Achmar nicht in den Arm abschlagen, nur weil er theoretisch damit Unschuldige umbringen könnte, wird gesagt.